Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Ich nehme euch heute mit durch den Tag. Heute ist mal das Obergeschoss dran. Und ein bisschen aussortieren und ausmisten muss ich auch. Und ich muss mich dazu immer überwinden. Ich finde das eine sehr mühselige Aufgabe. Ich wünsche viel Spaß beim Zusehen. Wenn es euch gefällt, lasst mir sehr gerne ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal. Darüber freue ich mich immer sehr. So, Kühn lässt mich hier kaum zu Wort kommen. Und anfangen werden wir auf jeden Fall mit dem Schlafzimmer, damit ich dann weitermachen kann, woanders, wenn Quinn schlafen sollte. Er schläft nämlich derzeit nicht so gut in der Nacht und deswegen wird er schon relativ früh wieder müde. Und was ich auch machen wollte beim Bett neu beziehen, ist ein bisschen dünnere Decken und auch einen neuen Schlafsack für Quinn nehmen, weil das sind einfach Winterdecken und ein Daunenschlafsack und die sind jetzt einfach schon zu warm. Für alle, die vielleicht das erste Mal zusehen, wollte ich mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Anna, ich bin 39 und habe 4 Kinder und bin derzeit zu Hause. Noch ein halbes Jahr ungefähr, bevor ich wieder in den Job zurückkehre und zeige in meinen Vlogs so ein bisschen den Alltag mit den Kindern und vor allem im Haushalt, was eben alles so anfällt mit Kochen, Putzen und ganz viel Putzmotivation. Und das hier ist ein Freitag, da waren die älteren 3 Kinder in Kindergarten und Schule. Wir haben ein Schulkind, meine älteste Tochter, sie wird ganz bald 8. Und dann haben wir noch ein Vorschulkind, das ist meine zweite Tochter, die ist jetzt schon 6. Und noch ein Kindergartenkind mit 3, das ist mein Sohn. Und eben Quinn, unser Jüngster, der ist jetzt vor kurzem 1 Jahr alt geworden. Und hier wollte ich möglichst viel schaffen, im Obergeschoss zu putzen an diesem Tag, weil wir auch am Nachmittag ein bisschen was unternehmen wollten. Und wir wollten in die nächstgelegene Stadt fahren und ein bisschen Kinderkleidung kaufen, die die Kinder schon seit längerem brauchen, und dann dort auch auf den Spielplatz gehen. Im Schlafzimmer ist ja nicht so viel zu tun und da sind wir auch schon fertig. Aber ich wollte auch noch ein bisschen aussortieren. Also das hier, dieses Stillkissen, das lag da schon längere Zeit da in diesem Aufbewahrungsbereich unter der Matratze. Das möchte ich dann endlich mal weggeben. Und ja, mein Schrank, den habe ich ja erst vor kurzem auch sortiert, dass jetzt mehr Ordnung drinnen ist. Aber was ich machen möchte, ist, ich möchte ein paar der T-Shirts hier drinnen durchschauen. Manche sind schon alt und haben zum Beispiel Flecken, die nicht rausgehen, die möchte ich rausgeben. Und da oben, ja, da sind einige winterliche Sachen dabei, die auch schon nicht mehr so passen. Und es ist aber eigentlich für die Sommersachen noch zu früh. Das werde ich vielleicht noch eine Zeit lang so lassen. Also ich denke, heute mache ich erstmal nur die T-Shirts und die Kinderkleidung und die von meinem Mann. Quinn spielt damit im Staubsauger. Das reicht auch schon für heute. Gerade im Frühling bekomme ich schon noch immer Lust, die Wintergarderobe zu tauschen, ein bisschen Farbe reinzubringen in den Schrank, aber jetzt war es zu früh noch wirklich, um die Sommerkleider auszupacken. Und beim Aussortieren bin ich meistens auch immer sehr vorsichtig. Ich möchte nichts wegwerfen, was vielleicht, auch wenn es in ein paar Jahren erst so ist, ich doch noch verwenden kann, während wenn man es in die Altkleidersammlung gibt, ist es meistens so, dass das entsorgt wird und nicht recycelt. Deswegen versuche ich da nicht zu radikal zu sein. Ja, das meine ich damit, dass es mir wirklich schwerfällt, Sachen auszusortieren. Also hier diese Shirthemden, die trägt mein Mann wirklich nie. Die liegen seit Jahren hier herum, die sind schon mit uns umgezogen aus der Wohnung vor 10 Jahren ins Haus. Und ich glaube, es ist wirklich die Zeit gekommen, Platz für anderes zu schaffen, damit er einfach mehr Ordnung und Platz im Kleiderschrank hat für die Sachen, die er tatsächlich anzieht. Und wir haben ja vor kurzem unser Schlafzimmer verkleinert, eine Wand eingezogen, damit wir eben ein viertes Kinderzimmer schaffen. Und deswegen ist da jetzt nur mal mein Kleiderschrank drin und in dieser kleinen Ecke da vor dem Schlafzimmer
ist noch ein 1 Meter breiter Schrank, in dem nur die Sachen von meinem Mann sind. Das reicht ihm. Und da er in einer Dachschräge steht, der Schrank, habe ich ihn oben ein Stückchen abgesägt und dann durch so eine schräge Hinterseite, Rückseite ersetzt. Und das war ein Stück Holzpappe, das wir schon hatten. Das war schon ein bisschen bemalt, aber nachdem man es ja eigentlich nicht sieht, meistens, wenn der Schrank geschlossen ist, habe ich dann doch verwendet, diese Pappe. Und hier ist dann die Wäsche, also vor allem die Bettwäsche und alles andere, das kommt jetzt in die Waschmaschine. Und dann habe ich gleich mit dem Bad weitergemacht. Übrigens wurde ich in den Kommentaren gefragt, also wie oft ich putze, in welcher Reihenfolge und auch wie das mit dem Flylady-System aussieht, das ich ja auch mal probiert habe jetzt. Da geht es darum, dass man tägliche Putzroutinen hat und nur 15 Minuten sonst dem Putzen gewisse Areale gibt. Und dann sollte sich eigentlich soll ich so einen Putz vermeiden lassen, so wie ich ihn an dem Tag gemacht habe, wo ich quasi das ganze Obergeschoss geputzt habe. Und ja, es ist so, tatsächlich habe ich sehr viel mitgenommen von diesem System. Also jeden Tag so ein bisschen die Bäder und die Toiletten zu putzen, dass sie wirklich halbwegs sauber bleiben zu jeder Zeit. Und auch andere Putzroutinen, so wie die Küche täglich aufräumen, einmal in Wäsche waschen und falten, das erleichtert einem schon die Hausarbeit. Aber so dieses Putzen nach einem Timer, diese 15 Minuten, das ist eher nicht so meins, und abgesehen davon, und dann auch wieder aufhören nach 15 Minuten. Und in einem großen Haus, diese 15 Minuten, das reicht meiner Meinung nach auch nicht wirklich aus, um wirklich immer alles sauber zu halten. Es muss einfach öfter mal ein bisschen mehr gemacht werden, und mir macht das auch nichts aus. Da nutze ich lieber einen Tag, wo ich motiviert bin und auch sonst nichts anderes vorhabe, und mache mal ein bisschen mehr am Stück. Und an anderen Tagen dafür kann ich dann gar nichts machen und muss dann nicht diese 15 Minuten abarbeiten von irgendeiner Zone. Und deswegen, also ja, mache ich das so ein bisschen gemischt, so wie es halt für mich passt. Ja, und mit unserem Akkusauger bin ich übrigens sehr zufrieden. Den habe ich jetzt neu, der ist wirklich sehr viel handlicher. Quinn liebt ihn auch. Quinn schläft jetzt und ich muss im Obergeschoss noch das Bad putzen und auch in Tinos Kinderzimmer noch ein bisschen aufräumen. Und ja, ich habe zwar vor kurzem erst die Fenster geputzt, aber hier auf diesem Dachfenster, da ist so viel Sahara-Staub, weil das war und Blütenpollen, das war jetzt vor kurzem, vor einiger Zeit, ein Regen, der dann ganz viel Sahara-Staub mitgebracht hat. Und ja, die Dusche, die ist natürlich jedes Mal auch relativ kalkig. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Das werde ich gleich ein bisschen vorbehandeln und dann später nochmal wiederkommen. Und ja, was ich auch machen möchte, ist hier, das sind auch schon kleine Stückchen von der Fugenmasse, die ich gelöst habe, und das möchte ich reparieren. Und was ich immer zuerst mache beim Badputzen ist, ich lasse die Stellen, wo Kalk hinkommt, also wo sich Kalk sammelt, lasse ich ein bisschen Wasser mit etwas Zitronensäure darin gelöst darauf einwirken, also mindestens so 10 Minuten, und die Stellen, wo Schimmel entstehen kann, da mache ich das gleiche mit Wasserstoffperoxid. Das ist relativ mild, hilft aber trotzdem sehr gut gegen Schimmel und ist geruchsneutral. Ich putze schon seit einiger Zeit nicht mehr mit Chlor, seit den Schwangerschaften, also ich habe nur noch eine Flasche zu Hause, die ich aufgebraucht habe. Die schütte ich aber eigentlich, wenn, dann putze ich nur das ist die Toilette damit und spüle auch gleich nach, weil ja, ich es eigentlich nicht zu Hause haben will mit Kindern, und außerdem, ich mag den Geruch auch nicht. Und ja, also da bin ich seitdem auf etwas mildere Mittel umgestiegen. Das ist übrigens das Bad im Obergeschoss, ist so einer meiner Lieblingsräume bei uns im Haus, weil das ziemlich groß ist und sehr hell. Und ich liebe Baden zum Beispiel, also da entspanne ich mich immer total gut, und das mache ich immer in unserer Badewanne mit Blick nach draußen aus dem Dachfenster. Also als wir das Haus damals angeschaut haben, das war so einer der Räume, die quasi uns gleich so gut gefallen haben und uns ein bisschen dazu
bewogen haben, das Haus dann wirklich zu kaufen. Und ja, also ich hätte es sicher nicht so eingerichtet oder so, wenn ich das selbst geplant hätte. Also es ist in einem sehr klassischen Stil gehalten, aber in der Zwischenzeit gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil es auch nicht, ja, es ist zwar nicht modern, aber dafür wird es auch nicht aus der Mode kommen, würde ich sagen. Und die Materialien, die verwendet sind, die sind eigentlich alle also von wirklich guter Qualität. Das Haus ist jetzt 25 Jahre alt und das ist eigentlich alles noch voll in Ordnung. Also es ist zum Beispiel die Badewanne spielt, also hat noch keine irgendwie Abnutzungserscheinungen oder so. Aber ein paar Sachen, die sind dann doch schon einfach zu machen. Also unser Haus kommt langsam in ein Alter, wo man hin und wieder einfach Sachen, Kleinigkeiten sanieren muss, wie jetzt zum Beispiel beim Frühjahrsputz habe ich ein paar Silikonfugen neu gemacht im Bad und jetzt ist eben im unteren Bereich so ein bisschen diese Fugenmasse dran, die teilweise schon ein bisschen einfach vergilbt war und manchmal sogar kleine Stückchen rausgebrochen und da wollte ich eben besonders vorsichtig sein, weil gerade bei bodengleichen Duschen muss man ja wirklich darauf achten, dass da keine Feuchtigkeit in den Untergrund gerät. Und ich habe da so eine fertige Fugenreparaturmasse genommen und die habe ich schon für unser Vorzimmer verwendet, wo ich also ein bisschen, wo wir das gleiche Problem hatten mit ein paar fehlenden Stückchen. Ja, jetzt ist Quinn wach und es hat viel länger gedauert, als ich gedacht hätte. Deswegen, ja, entweder ich mache den Rest heute Nachmittag, denn jetzt muss ich das Mittagessen vorbereiten gehen, weil die Kinder gleich aus Kindergarten und Schule kommen. Oder ich lasse es mir überhaupt für morgen übrig, weil heute Nachmittag wollten wir eigentlich ein bisschen einkaufen gehen, weil die Kinder zum Beispiel Sandalen brauchen, also ein paar Sommersachen. Und das Wetter ist auch super schön, also ich weiß nicht, ob ich noch sehr viel zum Putzen komme, aber es wartet ja auf mich, es läuft nicht weg und dann mache ich vielleicht dann einfach morgen weiter. Mit dem Ergebnis bin ich jedenfalls zufrieden in der Dusche. Und das Bad ist auch sauber, nur den Boden wischen, das habe ich dann nicht mehr geschafft. Und ein Teil der Wäsche war schon fertig. Und dann habe ich die Waschmaschine neu befüllt und gleich weitergemacht mit dem Mittagessen. Und weil es eben schon so spät war, da habe ich mich für etwas sehr Unaufwendiges entschieden, was die Kinder auch sehr gerne essen bei uns. Das ist einfach fertiger Blätterteig, gefüllt mit Tomaten, basierten Tomaten und noch etwas Käse, Schinkenwürfel und Mais. Und das gleiche kann man dann auch also ich nehme dafür Philadelphia und dann ansonsten der gleiche Belag. Und dann rollt man das ein und schneidet es in so ein paar Zentimeter dicke Stückchen. Und das sind so Pizzaschnecken und Flammkuchenschnecken mehr oder weniger. So nennen wir sie bei uns zu Hause. Und ja, wie gesagt, das geht schnell und für zwischendurch mit einem Gemüseteller ist es ein praktisches Mittagessen, das die Kinder bei uns gerne essen. Und da sind auch schon die älteren drei Kinder zu Hause. Und dann während sie noch ein bisschen spielen, beziehungsweise die Älteste macht ihre Hausaufgaben, habe ich beschlossen, das Obergeschoss noch fertig zu putzen, bevor wir dann unseren Nachmittagsausflug starten. Und jetzt, wo das Wetter schon besser ist, versuche ich nicht immer alles im Trockner zu trocknen, um ein bisschen Energie zu sparen, sondern es auch auf dem Wäscheständer draußen aufzuhängen. Und gerade bei Bettwäsche liebe ich das, wenn man sie draußen getrocknet hat, dann riecht sie auch wirklich super frisch, wenn man dann darin schläft das erste Mal. Und die Bettwäsche im Timons Zimmer, der sein Kinderzimmer auch im Obergeschoss hat, habe ich dann auch noch gewechselt und ein bisschen bei ihm aufgeräumt und zum Schluss noch hier in diesem Zimmer gesaugt.
Das habe ich vorher ja noch nicht gemacht, weil der Boden noch nicht frei war. Und dann habe ich noch schnell durchgewischt im Obergeschoss. Und danach sind wir auch schon losgestartet und haben eben den Kindern ein paar Sachen besorgt, die sie gebraucht haben. Also gerade die Mädchen, die hatten schon fast keine Hosen mehr bei uns und alles, was sie hatten, war schon mehrmals an den Knien geflickt und deswegen haben wir ihnen quasi eine neue Hosengrundausstattung dann noch besorgt an dem Tag und eben auch Sandalen. Also diesen Frühling ist es ja wirklich so, man kann die Winterschuhe noch nicht wegräumen, aber Sandalen braucht man trotzdem auch zwischendurch. Also das Wetter ist sehr wechselhaft. Heute wollen wir das Putzen mal putzen sein lassen und wir haben ja heute noch Nachmittagspläne. Es ist da sehr schön geworden und ja, für morgen habe ich auch noch ein bisschen was übrig. Und zwar ja, noch fertig aussortieren und ja, Wäsche muss auch noch getan werden. Aber ja, das lasse ich mir für morgen übrig. Kinder haben offenbar sich selbstständig einen Nachmittagssnack geholt anhand der 3 halb gegessenen Bananen. Hier haben die ich zu urteilen. Ich wollte nur kurz zeigen, mit welcher Ausbeute wir zurückgekommen sind. Also für die Mädchen haben wir Hosen gebraucht und wir waren bei H&M. Da gab es gerade so eine Nimm 3 Teil 2 Aktion auf Hosen und deswegen haben wir jetzt insgesamt 12 Hosen mitgenommen. Also ist das quasi eine Hosengrundausstattung, die wir hier besorgt haben. Ich fand das auch ganz nett, dass sie hier alle 70% Bio-Baumwolle haben und sogar 25% recycelte Baumwolle. Und man konnte ja mischen und sich aussuchen, was man wollte. Also für die 12 Hosen haben wir jetzt 67 Euro ausgegeben. Das finde ich okay. Und dann waren wir noch bei Deichmann für Schuhe. Die Jungsandalen waren ein bisschen teurer, also da gab es aber nicht so viel Auswahl. Das waren die einzigen, die ja bequem fanden. Von Elefanten 34 Euro. Und hier, das sind die von Graceland, das ist die Eigenmarke von Deichmann. Die haben 19,90 gekostet für Kira. Also das alles habe ich jetzt aussortiert an Kinderkleidung und Erwachsenenkleidung. Ich versuche ja immer zuerst einen Platz dafür zu finden, es irgendwie wegzugeben, zu verschenken. Und ja, wenn es nicht klappt oder wenn es wirklich nicht mehr so schön ist, die Kleidung, dann gebe ich es in die Altkleidersammlung. Und da werde ich das wohl heute mitnehmen, wenn ich die Kinder dann von Kindergarten und Schule abhole. Ja, ein kleines Paket habe ich noch weggestellt für unser örtliches Flüchtlingsheim, aber die brauchen auch nicht mehr so viel, also die haben schon sehr viele Spenden. Das heißt, für das heutige Video war's das. Ich würde mich dann an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal dabei und ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!